1989. Ein Staat befindet sich in einer existenziellen Krise, die DDR. Darin eingebettet das Schulwesen und ganz konkret die erweiterte Oberschule Philanthropinum in Dessau. Wird sie den Untergang des Staates DDR überstehen und wenn ja, wie wird sie in Zukunft aussehen? Die Geschichte der EOS Philanthropinum in ihrer größten Krise. Die DDR, ein sozialistischer Staat, gerät zunehmend unter Druck. Das sozialistische Lager beginnt zu bröckeln. Reform und Vermögen der DDR. Die Staats- und Parteiführung zeigt sich als reformunfähig. Der Slogan »Von der Sowjetunion lernen« heißt »Siegen lernen« gilt nicht mehr. Perestroika, der von Gorbatschow eingeleitete Umbau des gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Systems der Sowjetunion und Glasnost, eine Politik Gorbatschows für größere Transparenz und Offenheit der Staatsführung, werden für die DDR verneint. Ökonomisch steht die DDR am Abgrund. Eine breite politische Opposition verweist auf der Grundlage der KSZE-Konferenz auf politische Unfreiheiten und zeigt sich kampfbereit. Auch in Dessau zeigt sich die Unzufriedenheit zunehmend. Die zuerst vereinzelten Proteste gegen das Regime haben sich auch hier in offene Demonstrationen gewandelt, die Freitagsdemonstrationen. Im Besonderen zeigte sich die Unzufriedenheit und der Verlust an Vertrauen in die Regierung der DDR an den von Pfarrer Radeloff beschriebenen Gebeten um Erneuerung. Eine ganze Reihe von Gebeten mit immer weiter zunehmenden Teilnehmerzahlen, die politische Inhalte hatten und in anschließenden Demonstrationen zu freier Meinungsäußerung führten. Das erste dieser Gebete um Erneuerung fand relativ spontan am 20.10.1989 in der Johanneskirche statt, mit einem Besucherandrang von 2000 Menschen. Es schloss sich eine Demonstration an und Menschen äußerten hier zum ersten Mal offen ihre Kritik an der Regierung und nannten aus Protest gegen die Staatssicherheit, die überall Mitarbeiter eingeschleust hatte, ihren Namen und Adresse. Schon zwei Tage zuvor hatte der erste Vorsitzende der Kreisleitung der SED in einem Vortrag vor Pfarrern und Priestern eingeräumt, dass das Vertrauen der Bürger in die Regierung bröckelte. Er gab die Schuld daran den Westmedien, die Gerüchte verbreiteten und eine gewisse Angst der Bevölkerung vor gewalttätigen Ausschreitungen bestärkten. Bisher gäbe es aber nur kleine Zusammenrottungen von Jugendlichen. Ein besserer Dialog müsse aufgebaut werden und einige Freiheiten wie die Reisefreiheit seien seiner Meinung nach zu gewähren. Am 27.10.1989 schloss sich nun an die gerade begonnene Tradition der Gebete um Erneuerung ein zweites Gebet an, dieses Mal in der Johannes- und Petruskirche. Diese beiden Gebete zogen schon 3.800 Besucher an, die anschließende Demonstration umfasste etwa 30.000 Menschen. Im Vergleich zu der ersten Demonstration mit 5.000 Menschen ein Zuwachs um 600%. Erneut wurde offen Kritik geübt. Im dritten Gebet am 3.11.89 gab es schon 5.400 Gottesdienstbesucher und in Spitzen grob 70.000 Demonstranten. Der Druck auf die SED-Kreisleitung vergrößerte sich immer mehr. Forderungskataloge werden aufgestellt. Es folgte am 9.11.89 der Mauerfall in Berlin und die Reisefreiheit, die nun zunehmend Besucher kostete, bis die Gebete um Erneuerung am 17.11.89 erstmals abgesagt werden mussten, da sich schätzungsweise ein Drittel der DDR-Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Staates befanden und keine Besucher kamen. Die Reihe der Gebete wird aber noch bis März 1990 weiterverfolgt. Bemerkenswert ist, dass alle Demonstrationen weitgehend gewaltfrei bleiben und einzelne Gewaltbereite von Demonstranten zurückgehalten werden. Zwischenzeitlich wird ein runder Tisch der Bürger eingeführt, der Forderungen bespricht und auch eigenmächtig Entscheidungen trifft, was zu mehreren Konflikten mit der Regierung führt. Die DDR soll demokratischer werden. Einigen Forderungen wird zwischenzeitlich nachgegeben. Dessau wird kreisfreie Stadt, eine neue SED-Kreisleitung wird eingesetzt, Lehrer sollen fortgebildet werden, um den in Schulen besonders starken Stalinismus abzubauen. Mit der Zeit nehmen die Forderungen immer mehr zu. Beispielsweise gibt es Forderungen der Justizvollzugsbeamten für mehr Lohn, da sie schlecht bezahlt wurden und viele Überstunden in den oft schlecht instand gehaltenen Gebäuden hatten. Am 22.01.1990 gibt es eine Schülerdemonstration vor dem Rathaus gegen das Fach Russisch als Pflichtunterricht. Auch Schüler der EOS Philanthropinum sind dabei, als diese das Rathaus stürmen und eine schwarz-rot-goldene Flagge aus dem Fenster hängen. Den Forderungen der Schüler wird entsprochen. Der Russischunterricht geht nur noch bis zum Halbjahresende weiter. In der Zwischenzeit versuchen viele Lehrer, so schnell wie möglich Englisch zu lernen, um den Englischunterricht danach abdecken zu können. Mit dem Dezember 1989 wird insgesamt der Schulbetrieb am Sonnabend eingestellt, da sowohl Schüler als auch Lehrer nach der Reisefreiheit das Wochenende zum Besuch in den alten Bundesländern nutzen. Die EOS Philanthropinum, schon in ihrem heutigen Gebäude in der Friedrich-Naumann-Straße, war in der DDR-Zeit eine linientreue Schule. Als erweiterte Oberschule zählten ihre Schüler als privilegiert, wenn sie sie besuchen durften. Die Auswahl erfolgte unter anderem nach sozialen Kriterien.
Insbesondere Kindern der Arbeiter und Bauern sollte ein Besuch ermöglicht werden, um eine neue soziale Basis für die DDR als Staat der Arbeiter und Bauern herauszubilden. Die EOS ermöglichte das Ablegen des Abiturs und damit den Zugang zu Hochschul- und universitärer Ausbildung. Pro Grundschulklasse durften in der Regel nur 2 bis 4 Schüler auf eine EOS. Sie wurden nach einem hohen Zensurendurchschnitt ausgerechnet. Es gab Quotenregelungen für Mädchen und besondere Förderung für Arbeiterkinder. Zu Zulassungskriterien gehörten außerdem die politische Einstellung, Engagement an der Jugendorganisation FDJ und die Teilnahme an der Jugendweihe. Ein gegliedertes Schulsystem gab es in der DDR nicht. Auf eine 4-klassige Grundschule bauten 6 nachfolgende Schuljahre auf, die Polytechnische Oberschule. Das Abitur als Studienzugangsvoraussetzung erwarb man an einer EOS oder an Berufsschulen in einzelnen Betrieben, die auch zum Abitur neben dem Erwerb einer Berufsausbildung führten, oder an Arbeiter- und Bauernfakultäten. Die EOS Philanthropinum besaß in der Oberstufe 328 Schüler, verteilt auf die Klassen 9 bis 12. Sie führte unter anderem auch den Titel Schule der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Im Großen und Ganzen ist einzuschätzen, dass sie dem System offiziell kaum kritisch gegenüberstand. Das zeigt sich auch im Verhalten der Schüler, die sich anscheinend sehr im System DDR engagierten und Auszeichnungen der Staatsführung anstrebten. Der letzte Schulleiter war Mitglied der SED. In der Schule gab es einen Parteisekretär, einen FDJ-Sekretär und einen Gewerkschaftsfunktionär, die ihre Aufgabe darin sahen, die Einrichtung im staatstragenden Sinn zu führen. Jetzt wurden nun zunehmend Zweifel, obwohl nur verdeckt, an der DDR-Führung gehegt. In der Schule fanden offene Diskussionen statt. Den Druck hin zur Wende bauten die Montagsdemonstrationen auf, die erstmals in Leipzig begannen und bald auch in Dessau, allerdings am Freitag abgehalten wurden. Aus den umliegenden Städten kamen jeweils die Teilnehmer zu den Demos. So demonstrierten die Dessauer in Leipzig am Montag und am Freitag kamen die Leipziger nach Dessau. Zusätzlich wurde der politische Druck dadurch erhöht, dass auch die Polizei nicht eingriff, denn sie hätten die Proteste durchaus auch verhindern können. Mit der Wende gibt es die EOS Philanthropinum formell nicht mehr. Allen Schülerinnen und Schülern, die es möchten, soll der Zugang zu höherer Bildung offen stehen. Deshalb wird an der US-1 ab September 1990 auch eine Schule mit Leistungsklassen, 9. und 10. Klasse, eingerichtet, die eine zweite EOS werden soll. Ab dem Schuljahr 1991-92 wird die Entscheidung im Land Sachsen-Anhalt getroffen, das gegliederte Schulsystem einzuführen. Aus der EOS Philanthropinum soll nun ein Gymnasium Philanthropinum entstehen, das die Schüler ab der 5. Klasse führt. Neben 4 weiteren staatlichen und einem Gymnasium in kirchlicher Trägerschaft. Als neuer Schulleiter wird Herr Bertram gewählt. Der größte Umbruch fand statt, deutsche Sprache und Literatur. Na, Staatsbürgerkunde sowieso, das ist klar, das gab es ja nicht mehr. Deutsche Sprache und Literatur. Die Fremdsprachen, Englisch, Französisch, Latein natürlich nicht, was willst du da ändern? Und dann abgestuft, Geografie, was dann leicht einzusehen ist. Vorher war der Ostblock das Thema. Die damals behandelten Poeten waren sehr begrenzt. Also die Lehrer hatten normal viele Schwierigkeiten, sich in die neue Organisationsform einzuarbeiten. Die politisch Untragbaren, die wurden in den ersten Monaten, damit meine ich jetzt das Jahr 90, in den ersten Monaten aussortiert. Ein Prozess der Umstellung auf das neue System setzt ein, in dem sich alle Beteiligten an die neuen Umstände gewöhnen müssen. Nach der Wende fehlen vorläufig die Regelungen für das Schulsystem. Ein Freiraum entsteht, der neue Freiheiten schafft, aber auch Unsicherheit schürt. Also es gab ja auch am 9. November, wo diese Mauer dann geöffnet wurde, da existierte ja die DDR noch und es existierten in der Schule die Lehrpläne und die Notenschlüssel und die Jugendorganisation, das existierte ja alles noch. Ja, das war ja voll aktiv. Also das gab kein Cut, wo jetzt gesagt wird, ab jetzt darf man alles machen,
überhaupt nicht. Ja. Das war für sowohl die Schüler als auch die Lehrer verwirrend. Also da wusste keiner, was jetzt neu, was jetzt anders ist. Da gab es ja keine am 10. November irgendwelche Dienstanweisungen für die Lehrer, macht das jetzt so oder so. Das gab es ja alles nicht. Und als ich dann zum Beispiel ans Gymnasium kam, ans Philanthropinum, 1991, das war also schon 2 Jahre nach der Wende, 89, das war dort wie der Wilde Westen. Also da gab es auch noch keine Richtlinien oder Handlungsanweisungen. Die Lehrer waren verunsichert, was kann man zulassen, was darf man zulassen. Und die Schüler wollten natürlich ausprobieren, was kann man machen, wie weit kann man den Bogen spannen. Also solche Sachen wie Schuldisco, bei der Alkohol ausgeschenkt wurde und solche Sachen, das gab es nur zu dieser Zeit. Ja? Und die Lehrer haben da unten dann Schulaufsicht gemacht und am Freitagnachmittag oder Mittag konnte man eben durch die Fenster sehen, wie der Bierlaster von Saga kam und dort Bierfässer in den Schulclub gerollt hat und so. Solche Sachen wären heute unvorstellbar. Ja? Das musste sich also erst entwickeln. Aber das war damals eben noch möglich und das hat sich also dann mit Richtlinien und Verordnungen und was weiß ich, hat sich das geändert. Das Philanthropinum wurde nun in das neue Schulsystem eingegliedert. Damit ergaben sich aber neue Probleme. Durch den Aufstieg zum Gymnasium hatte die ehemalige EOS jetzt die Klassenstufen 5 bis 12 und nicht nur eine Oberstufe ab der 9. bis zur 12. Klasse wie bisher. Die Schule an sich wuchs enorm durch mittlerweile verdreifachte Schülerzahlen, die zwischenzeitlich noch weiter stark anstiegen. Den Höhepunkt erreichten sie mit knapp 1.165 Schülern und über 100 Lehrern. Dann nahmen die Zahlen wieder etwas ab. Auch inhaltlich hatte sich die Schule geändert. Bereits kurz nach der Wende, im Jahr 1990, fand ein Austausch in die Partnerschule Ludwigshafen statt, um Erfahrungen auszutauschen und die Unterrichtsmethoden der westlichen Schule kennenzulernen. Wir waren 1990 in Ludwigshafen, unserer Partnerschule. Dort hat man gefragt, ob die Lehrer, die mit waren, ob die mal eine Stunde oder eine halbe oder mal vor Schülern mal auftreten wollen. Und da hatte ich mich gemeldet und habe eine Stunde in der 12. Klasse Physik gegeben. Und danach haben wir festgestellt, dass unser Lehrplan wesentlich höher bestückt war, fachlich, in Physik. Später habe ich es für Mathe auch festgestellt, als die westdeutsche Schule damals. Und die haben nur anschließend zu mir gesagt, also wenn wir unsere Schüler so rannehmen, dann rennen die aus der Klasse raus. Nachdem die erste unsichere Zeit überwunden war, in der es noch wenig offizielle Beschlüsse zur Umstrukturierung der Schulen gegeben hatte, kamen ab 1992 erste Bestimmungen. Das Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt war die erste offizielle Grundlage zur Umstellung des Schulsystems. Erste Lehrpläne und strukturelle Bestimmungen für die Schulen gingen aus diesem Gesetz hervor. Der Runderlass vom 16.02.1994 legte die Anerkennung der DDR-Abschlusszeugnisse fest. Ein Abschluss der 10. Klasse in der POS wurde als Realschulabschluss anerkannt, wenn er mit Auszeichnung oder sehr gut bestanden war, dann als erweiterter Realschulabschluss. Ein Abgangszeugnis der Klasse 10 kam einem Hauptschulabschluss gleich. Ein Abgangszeugnis der Klasse 8 mit abgeschlossener Berufsausbildung auch. Die Bescheinigung über die Anerkennung des Zeugnisses konnte man beantragen und bekam sie nach Vorlage des Zeugnisses. Von den im Zeitraum 1991-92 entstandenen 5 staatlichen Gymnasien sind nur noch das Walter Gropius und das Gymnasium Philanthropinum übrig geblieben. Mittlerweile umfasst die Schule an die 900 Schüler und knapp 70 Lehrer. Auf Herrn Bertram folgten als Schulleiter Herr Dr. Zilm und Frau Bach. Das Philanthropinum ist in vielen Bereichen aktiv, so zum Beispiel mit einem eigenen Chor, eigenen Tanzgruppen und weiterem Engagement. Viele ehemalige Schüler unserer Schule sind erfolgreich ihren Berufsweg gegangen. Zu den wohl bekanntesten Absolventen gehören wohl der Kabarettist und Schauspieler Dieter Hallervorden und die Politikerinnen Steffi Lemke und Cornelia Lüdemann.